Was aber auf der Ebene letztendlich für den Endverbraucher, der Rückenprobleme hat, auch immer wieder wichtig ist, ist die Frage, wie kann er letztendlich auch seine Faszien, sein Bindegewebe behandeln? Und da nutzen viele in den letzten Jahren natürlich, das ist ja auch zum Trend geworden, die Faszienrollen, die Foam Roll. Und da wäre meine Frage, ist das grundsätzlich für jedermann geeignet oder gibt es da Fälle, in denen man sagt, okay, ja, vielleicht ist es doch auch kontraproduktiv oder hat auch manche Nachteile, die das Ganze mit sich bringt. Da gibt es ja eine ganz interessante Studie von Herrn Professor Dr. Jürgen Freiwald, der da zeigt, dass ein starker Kompressionsdruck letztendlich auch auf den Faszien ist und dass die Bewegung, die Rollrichtung halt auch eine Rolle spielt aufgrund der Venenklappen, dass wir da einiges auch noch gar nicht so wirklich wissen. Ist es da deshalb eine Sache, wo man sagt, okay, das würde man grundsätzlich, kann man es empfehlen, aber vielleicht auch nicht jedem, oder man sollte vielleicht doch ein bisschen vorsichtiger damit sein, oder wie ist so Ihr Standpunkt zu dem Foam Rolling? Ja, also grundsätzlich, das hat man in Sportmedizin, aber auch sonst in der Medizin in den letzten Jahren gelernt. Es ist alles eine Frage der Dosierung. Also es gibt nichts Gutes, sei es Wasser trinken oder wandern, was nicht irgendjemand schafft, so zu übertreiben, dass es negativ wird. Früher haben wir zum Beispiel gemeint, es ist wichtig, viel zu trinken beim Marathonlaufen und so weiter. Und jetzt kommt man drauf, dass jedes Jahr mehrere Leute sterben, indem sie dieses gesunde Trinken so überdosieren, dass sie meinen, wenn viel gut ist, dann ist noch mehr noch besser. Das gibt es also bei allem. Und jetzt die Frage, also dass es einzelne Fälle gibt, wo jemand zu viel getrunken hat, wo jemand zu lange getanzt ist, bis er eine Entzündung bekommen hat. Das gibt es also fast bei allem. Und jetzt ist die Frage, wo das einzuschätzen ist. Wenn es dieselbe Verletzungsanfälligkeit hätte, wie zum Beispiel das Fußballspielen, dann dürfte man eine Rolle nicht aus der Hand geben, ohne eine professionelle Anleitung. Das müssten wir eigentlich mit Fußball auch so machen, aber kann man natürlich durchsetzen. Weil die Verletzungshäufigkeit, also wie viele Verletzungen gibt es pro 1000 Anwenderstunden? Also das ist jetzt die Frage. Und da gibt es eben beim Fußball gibt es Statistiken, beim Nordic Walking ist es wesentlich weniger, aber auch dort kommt, ich glaube, auf 8000 Stunden eine Verletzung zu. Und damit ist es völlig ungefährlich. Und das ist jetzt eben die interessante Debatte, die Professor Freiwald da eben anspricht, ist, wo ist die Hartschaumrolle einzustufen? Wenn das so wie ein Sprungseil ist, wenn das wie ein Zimmertrampolin ist, wenn das wie Nordic Walking Stöcke oder eine Gymnastikhantel ist, dann kann man sagen, Leute, benutzt das. Das ist besser, als das als Ausrede zu benutzen und auf der Couch sitzen zu bleiben. Definitiv. Wenn man dann aber regelmäßig Nordic Walken geht, ja, oder auf dem, oder sag, oder feststellt, das macht mir dermaßen viel Spaß, das Seilhüpfen oder das Zimmertrampolin, dass ich das mehrere Monate jeden Tag mache, dann würde ich jedem empfehlen, der sich leisten kann, sich eine Trainerstunde zu holen. Also das beim Schlittenfahren würde man das nicht machen, außer es macht jemand sportlich, aber beim Skifahren auch. Also die ersten Stunden kann man sagen, da brauchst du keinen Trainer. Da muss man nicht sagen, das gehört verboten, dass jemand ohne Trainer sich an die Nordic Walking Stöcke macht. Aber wenn er es regelmäßig macht, ist es immer sinnvoll, sich das mal zeigen zu lassen. Und dann können die einem sagen, probier es mal mit dieser Dosierung oder mit dieser Richtung. Aber jetzt zu der grundsätzlichen Frage, wo das einzustufen ist, das ist weit unterhalb von dem Fußball einzustufen, nach meiner Beobachtung. Also dadurch, dass ich jetzt eben als Faszienfuzzi so bekannt bin, habe ich auch allen ärztlichen Kollegen und therapeutischen Kollegen gesagt, bitte, wenn ihr hört, dass es jemand schafft, und das wird es geben, die Hartschaumrolle oder ähnliche Anwendungstools so zu benutzen, dass er sich Blutergüsse oder Schlimmeres zuzieht, bitte informiert mich, weil ich will wissen, wie oft und bei welchen Leuten das ist. Ob das nur bei Frauen mit schwachem Bindegewebe der Fall ist, die sich sowieso mehrmals im Jahr blaue Flecken holen, ohne zu wissen, wann das genau passiert ist, weil es bei achtlosen Anstoßbewegungen passiert ist, oder ob es viel, viel häufiger auch bei Leuten passiert, die mit normalem Bindegewebe. Das interessiert mich eben. Und da habe ich jetzt zwei Fälle,
in dem letzten Dreivierteljahr, die mir zu Ohren gekommen sind. Und das eine war zum Beispiel im ärztlichen Kollegenkreis jemand, der frisch operiert war. Und jemand, der auch völlig unsensibel an der Narbe gemeint hat, wenn es weh tut, muss ich noch weitermachen. Die hat es also geschafft, dass diese Wunde dann in der Wundheilung verzögert wurde und es danach ein bisschen weiter auseinandergeklafft hat. Dafür, dass es jetzt aber sicher Hunderttausende von Anwenderstunden sind, die wir hier allein im deutschen Sprachraum haben, von denen ich vermute, dass ich das zu Ohren bekomme. Ja. Natürlich, die Dunkelziffer ist natürlich sehr hoch. Und das liegt daran, dass es selbst dosiert ist. Also in meinen ersten Jahren als Rolfing Therapeut, da haben wir relativ schmerzhaft behandelt, als ich Anfang der 80er Jahre hier in Deutschland mit Rolfing anfing. Da hatte ich jede 30. Frau, die mit einem blauen Flecken nach meiner ersten Rolfing-Sitzung an der Seite des Oberschenkels zurückkam. Und da habe ich halt die Schultern gezuckt und habe gesagt, ja, das gehört halt dazu. Und das nächste Mal mache ich weniger. Das ist aber kein Weltuntergang. Ja. Und mittlerweile ist das vielleicht eine Frau von 100, aber es passiert immer noch beim Rolfing. Ja. Und zwar dadurch, weil die den Therapeuten vertraut und weil ich nicht meine Schmerzfühler, trotz meiner Spiegelneurone für die Empathie, in dem Gewebe habe. Wenn die Frau aber sich selber auf die Rolle legt, dann verliert die Lust, wenn es über den Wohlwehbereich geht. Also das ist meine Erklärung, warum es zu viel weniger blauen Flecken und Blutergüssen und Besenreisern und anderen Überlastungsschäden, die in der Tat möglich sind, bisher gekommen ist, als ich zumindest anfangs vermutet hätte. Also jetzt der langen Rede. Es scheint sehr, sehr selten zu sein. Ja. Man muss wirklich über fast sämtliche intuitiven Grenzen gehen, um das zu erreichen, aber es ist möglich.